Ja, Dach zusammen. Hier ist Jo von Pepperitis. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge Basteln am Waschtel, der Folge 16, geht das um die Druckerhöhung für die Semi-Air von VB. Das ist unsere Luftdruckfeder an der Hinterachse, also eine Zusatzfeder an der Hinterachse. Jo, sind wir sehr mit zufrieden, im Fahrbetrieb alles gut. Da gibt es auch schon ein Video zu. Ich verlinke das dann unten in der Videobeschreibung wieder. Da könnt ihr euch das gerne anschauen, wie das im Fahrbetrieb funktioniert und was das gebracht hat. Aber ich hatte die ganze Zeit damit den Gedanken gespielt, ja, das Ding ist ja noch nicht ganz ausgereizt. Das heißt, dieser Überdruck schaltet schon bei 3,5 bar, 3,6 bar ein. Das heißt, höher pumpt die Anlage nicht. Das ist auch okay für den Fahrbetrieb, alles gut. Aber die Anlage kann mehr und da gibt es auch die gleiche manuelle Anlage. Die ist vom Werk aus dann schon auf höhere Luftdrücke eingestellt. Da gibt es dann eben eine andere Düse oder ein Ablassventil. Und dieses Ventil kann dann bis zu 7 bar vertragen. Und das wird dann einfach ausgetauscht. Und damit kann ich dann das Fahrzeug höher pumpen. Allerdings nur dann, also die letzten 3,5 bis 7 bar, dann darf ich nur 5 Kilometer fahren. Das muss man wissen. Also, oder im Stand, da ist das völlig in Ordnung, aber nicht im Fahrbetrieb. Macht auch wenig Sinn. Sondern ich will das einfach zum Nivellieren nutzen oder wenn es mal wirklich ganz steile Auffahrten sind, dann kann man das nutzen. Kostet 25 Euro dieses Teil. Auch das verlinke ich euch, wo man das bekommt. Kostet 25 Euro, muss jeder für sich selber entscheiden, ob ihnen die Sache wert ist. Zum Schluss werdet ihr sehen, wie viel Zentimeter das dann gebracht hat, wie viel man jetzt insgesamt hochnivellieren kann oder das Heck hochpumpen kann. Ich finde, das ist schon eine ganze Menge. Und ja, wie gesagt, das kommt am Schluss. Schaut es euch in Ruhe an. Wie gesagt, dieser ganze Eingriff ist maximal eine Stunde. Das meiste ist Verkleidung abschrauben. Das ist am zeitaufwendigsten. Aber wie gesagt, ich zeige es euch und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. So, gestern ist das Überdruckventil gekommen, das neue, für meine erstes Menschen Komfort, die Semi-Air, die ich eingebaut bekommen habe. Und da gibt es eben eine andere Düse, die wird dann eben gegen diese hier vorne ausgetauscht, die direkt am Kompressor sitzt. Die Originale schafft gerade mal 3,5 bar und dann lässt sie durch diese Düse den Überdruck eben ab. Bis 3,5 bar kann man auch fahren, ganz normal. Aber man kann eben nur diese gemessenen 7 cm am Heck hochpumpen. Wenn man etwas mehr draufpumpen kann, zum Beispiel eben hier bis zu 6 bar, dann sollen das bis zu 11 cm sein, die man das Heck hochpumpen kann. Ja, und das erhoffe ich mir dadurch. Die letzten 3,5, also zwischen 3,5 bar und 6 bar, darf man allerdings nur bei Geschwindigkeiten bis 5 km/h fahren. Also für eine Fährauffahrt oder mal eine kleine Rampe oder so reicht das aber völlig aus. Und im Stand geht das natürlich sowieso, weil dann habe ich noch einen größeren Hebel für das Nivellieren. Ja. Also ich hoffe mir da von diesem kleinen Bauteil, was allerdings mit Versand schlappe 25 Euro kostet, doch einiges. By the way, andere haben das auch schon gemacht. Man kann wohl auch hier drin einfach eine doppelte Feder einsetzen und das Gleiche damit erreichen. Wollte ich aber erst nicht mit rum experimentieren. A, weil ich keine Feder habe und B, weil ich es nicht weiß, wie zuverlässig das arbeitet. Hier kann ich das über diese Schraube haargenau einstellen, wie hoch der Druck sein soll. Kann das dann auch entsprechend hier mit so einem Lack versiegeln und gut ist. Zur Demonstration, wenn ich das jetzt hochpumpe. Wir sind jetzt aktuell bei 3,5 bar, macht Druck drauf und dann merkt man schon, der fängt dann an zu schnattern und lässt dann unten durch das Überdruckventil die Luft ab. Weiter höher kann man also nicht pumpen. Ja, ich habe die jetzt ausgetauscht, diese rausgenommen und diese dafür reingesetzt, die neue. Und es empfiehlt sich natürlich hier oben in dieses Gewinde ein bisschen Schraubensicherung reinzumachen. Ich habe das Zeug hier von Patex
Das gibt es aber auch von anderen Herstellern. Jo, und dann braucht man eigentlich nur einen 16er Schlüssel, um diese Schraube hier entsprechend anzudrehen. Und nachher einen 14er Schlüssel, um hier diese Schraube, die untere Schraube, wo dann nachher die, wo man dann nachher genau die Barzahl einstellen kann, zu sichern. Ja, ich habe die jetzt eingebaut und ich habe das jetzt so eingestellt, dass es so bei knapp 7 Bar dann eben in den Überdruck reingeht. Also man muss gleich, so man sieht jetzt bei 7 Bar ist Schluss. Das ist so eingestellt, mehr geht da einfach nicht. Und so lasse ich das auch, wie gesagt, das ist nur das Maximale einfach rauszuholen. Ja, zur Einstellung, je weiter man diese Schraube hier unten, ja, kann man das etwas näher vielleicht, ein bisschen näher rangehen, so. Also je weiter man diese Schraube hier unten reindreht, je höher ist dann der Luftdruck, den man einstellt. Mit dieser kleinen Mutter, die hier noch drauf ist, wird das Ganze gekontert und mit Schraubensicherung jetzt nochmal fixiert. Ja, und zum Schluss wird dann wieder alles zusammengebaut. Also erst die untere Strophe rein. Die wird dann wieder mit den hier drei Schrauben fixiert. Hier und da. Und hier hinten noch eine. Danach setzt man hier diese seitlichen, wieder dran. Und hier dieses hier, das muss nur ein bisschen hochgeschoben werden. Das reicht völlig aus, dass man das drunter wegziehen kann. Jo, und zum Schluss wird dann wieder diese Blende unter dem Sitz montiert. Und das war's. So, man sieht, wir sind bei knapp 71 cm voll aufgepumpt. Oberhalb dieser Lampe, das nehme ich mal als Maß. Inge, lässt du jetzt mal die Luft komplett runter? Ups. Okay, wir sind jetzt bei 60,5. Jo, das heißt, 10,5 cm können wir das Heck hochpumpen. Das ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, das reicht für die meisten Anwendungen völlig aus. Ja, das war schon wieder die Folge 16 von Bastel am Bastel. Und ich hoffe, ihr konntet die Idee gebrauchen oder den Hinweis darauf, dass sowas möglich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und so weiter und so fort. Noch eine Sache, wo es mit weitergeht, und das zeige ich mal hier. Wiegen 5,4 Kilo das Stück. Und ich hoffe, dass ich das nächste Woche zeigen kann, was wir damit angestellt haben. Okay, wenn es euch interessiert, schaltet dann wieder ein. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal.